Moin, heute mal wieder ein kleines Tutorial. Diesmal geht es um die MPCNC mit Astelcam, beziehungsweise nicht mit Astelcam in diesem Fall, weil ich möchte ein Bild lasern. Also eine Rastergrafik, die dann vom Laser in Holz geschnitten wird. Das funktioniert ganz gut. An der Hardware braucht man nichts ändern, wenn man den Laser eh schon unter Astelcam im Betrieb hat. Wenn das Ganze nachher fertig eingerichtet ist, braucht man nicht mal mehr die Arduino IDE, um den Controller neu zu flashen. Das geht alles direkt aus Astelcam heraus. Ist eigentlich relativ easy. Es werden ein paar Programme gebraucht. Unter anderem braucht ihr erstmal zur Einrichtung die Arduino IDE, einen Texteditor wie Notepad ++ zum Beispiel. Dann braucht ihr noch LaserGRBL, wo ich hier schon auf der Seite bin. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und dann braucht ihr nur noch das Bild, was ihr lasern wollt. Ich habe mir da mal ein Bild von meinem Kater ausgesucht. Das sieht zwar so ein bisschen unscharf aus. Ich habe das auch schon einmal gelasert. So sieht dann die Laservariante aus. Das ist jetzt ungefähr 10 cm breit und 8 cm hoch. Hat 38 Minuten gedauert, also geht auch relativ schnell. Klar, je größer man das Bild macht, desto länger dauert es. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar brauchen wir als erstes mal die Arduino-Software. Dazu gehen wir auf Arduino CC und unter Software Download könnt ihr euch den Installer für Windows hier runterladen. Da einfach draufklicken, Just Download. Dann sollte er eigentlich jeden Moment anfangen, das runterzuladen. Genau, das klappt auch soweit. Und wenn er das fertig runtergeladen hat, müsst ihr Arduino installieren. Ich habe dazu mal schnell eine virtuelle Maschine hier aufgesetzt, die ich auch für Astelcam-Tests benutze. Da muss ich das jetzt mal einmal schnell rüber kopieren. Wo ist mein Fenster? Da. Dazu ziehe ich mir diese Exe-Datei jetzt einfach in meinen Windows XP rein, dann ist sie schon da. Einfach doppelt anklicken, alles bestätigen. Die meisten werden die Arduino-IDE wahrscheinlich sogar schon drauf haben. Da ich die bei mir auch schon installiert habe und ich hier eine frische Installation brauchte, habe ich mich mal für ein XP entschieden. Das lässt sich am schnellsten installieren. Und funktioniert, was das angeht, genauso. So, wenn das installiert ist, einmal starten. Ach, ich bin immer noch auf groß. Ich kann mich mal klein in die Ecke machen, so seht ihr das Ganze ein bisschen besser. Geht dann erstmal auf die Voreinstellungen. Da seht ihr hier oben erstmal, wo euer Arduino-Ordner ist. Also Voreinstellungen, dann müsst ihr einmal dorthin. Dort gibt es den Ordner Libraries. Den könnt ihr schon mal aufmachen. Und dann könnt ihr erstmal die Arduino IDE wieder beenden. Jetzt braucht ihr noch GRBL in der Version 1.1. Na, komm schon. Die gibt es bei GitHub. Den Link oder alle Links unten in der Beschreibung nachher. Könnt ihr euch dann direkt da runterladen. Ihr geht einfach drauf, klickt hier Klon oder Download. Download Zip. Ja, da ist jetzt ein 1 dran. Das habe ich alles schon runtergeladen. Und auch die schiebe ich mir erstmal wieder in meinen Windows XP rein.
mache die ZIP-Datei auf, dann haben wir hier den GRBL Master, den noch doppelt anklicken. Und das hier ist die Firmware im Source Code. Das heißt, den GRBL-Ordner im GRBL Master-Ordner, den zieht ihr euch jetzt rüber in die Arduino Library, in den Arduino Libraries-Ordner. So. Dann schaut ihr da rein. Da sind jetzt für uns zwei Dateien interessant: die Config und die Defaults. Die Dateien müssen wir bearbeiten. Das funktioniert aber mit dem Editor eher nicht so. Das heißt, wir werden hier noch Notepad++ brauchen. Das heißt, ihr geht auf die Seite von Notepad++, klickt auf Download, ladet die Datei runter. In dem Fall, weil es für XP ist, die 32-Bit. Wenn ihr einen 64-Bit-Rechner habt, was ihr wahrscheinlich habt, nehmt ihr die hier. Ist aber auch, die läuft auch unter dem 64-Bit problemlos. So, die schieben wir uns dann jetzt auch mal rüber aufs XP und installieren das Notepad auch einmal. Da könnt ihr überall durchklicken. Das könnt ihr alles so lassen. Wenn ihr das noch auf Deutsch haben wollt, installiert ihr das noch mit. Shortcut auf den Desktop und installieren. Schon ist das Ganze fertig. So, dann könnt ihr die Config-Datei jetzt mit Notepad++ einmal bearbeiten. Hier braucht ihr eigentlich gar nicht viel machen, nur eigentlich mal gucken. Hier ist die Defaults Generic. Das ist das nachher, wo eure Daten von der MPCNC drin stehen, also die Schritte pro Millimeter und so weiter. Die CPU-Map müsst ihr auf dem Atmega 328 stehen lassen, das ist für den Arduino Uno. Und die Baudrate könnt ihr auch so lassen. Dann ist halt noch wichtig, die Defaults H. Die machen wir auch einmal auf. Und zwar ist es dieser Abschnitt hier oben, der benutzt wird. Da müsst ihr jetzt eure Steps per Millimeter eintragen. Die könnt ihr euch errechnen, wenn ihr Astelcam euch anschaut. Dann habt ihr ja hier die Schritte je Umdrehung und den Weg je Umdrehung. Jetzt teilt ihr einfach eure Schritte pro Umdrehung durch den Weg pro Umdrehung und das Ganze tragt ihr dann einfach da ein. Wenn ihr das Ganze fertig habt, könnt ihr die Datei speichern. Und wenn ihr das soweit angepasst habt, startet ihr wieder die Arduino IDE. Und wenn ihr dann unter Datei Beispiele guckt, müsstet ihr ganz unten GRBL haben. Und dort klickt ihr den GRBL Upload an. Stellt natürlich hier noch das richtige Board ein und den Port. Ich habe hier jetzt gerade an der virtuellen Maschine nichts angeschlossen, deswegen wird nichts angezeigt. Aber ich denke, das kriegt ihr auch hin, ohne dass es hier funktioniert. Und dann klickt ihr einfach auf Hochladen. Ich mache mal nur überprüfen, weil ich habe nichts dran, ich kann nichts hochladen. Dann kompiliert er das. Anschließend lädt er das hoch. Und dann habt ihr auf dem Board, wo ihr eigentlich Astelcam drauf laufen habt, schon GRBL drauf laufen. Das heißt, wenn das fertig ist, könnt ihr im Prinzip schon wieder in Astelcam wechseln. Und wenn ihr dann in der Steuerung seid, ist natürlich die Steuerung nicht mehr verbunden, weil ihr ja jetzt eine neue Software drauf habt. Wenn ihr jetzt hier wieder auf Steuerung programmieren klickt, dann sagt er fehlgeschlagen. Da kann ich euch auch sagen, warum das so ist.
daran, dass ich dieses Programm hier schon verbunden habe. Da kommen wir aber gleich zu. Also nochmal Steuerung programmieren. Dauert einen kleinen Moment. Jetzt habt ihr wieder euer Astelcam und könnt auch ganz normal hier wieder eure Verfahren. Und wenn ihr jetzt wieder zurück wollt, klickt ihr einfach auf Steuerung wiederherstellen. Es dauert ein bisschen länger, weil die Firma etwas größer ist. Und schon habt ihr wieder GRBL drauf. Das heißt, jetzt können wir weitermachen. Jetzt brauchen wir dieses Programm, Laser GRBL. Das kriegt ihr von der Seite. Wo haben wir es? Da. LaserGRBL.com. Dort klickt ihr einfach auf Download. Latest Stable Version. Und könnt hier die Install-Exe runterladen. Die installiert ihr dann ganz normal. Und dann könnt ihr das auch schon starten. So, ich habe den Kater hier schon reingeladen. Ich gehe aber noch mal kurz hier auf zwei Einstellungen, die ich mir hier hinzugefügt habe. Die sind hier nicht standardmäßig drin. Wenn ihr hier unten auf diesem Bereich einen Rechtsklick macht, könnt ihr einen neuen Button erstellen. Das sieht dann so aus. Ich habe hier bei mir drin einen Typ Button. Da kann man jetzt natürlich auch ein anderes Bild auswählen, ist aber völlig irrelevant. Da steht jetzt drin M03 S10. Das startet den Laser mit ganz wenig Power. Das brauche ich, um den Laser einmal zu fokussieren. Der ist immer freigegeben. Werkzeugspitze, ja, ist eine tolle Übersetzung. Tooltip, Werkzeugspitze. Egal. Da müsst ihr was reinschreiben. Ich habe da noch einen Schreibfehler drin, sehe ich gerade. So, jetzt nicht mehr. Wenn ihr das eingetragen habt, könnt ihr noch auf Save drücken. Und wenn ihr jetzt hier draufklickt, schaltet ihr den Laser ein. Es kann passieren, dass der Laser dann nicht aktiv wird. In dem Fall gebt ihr einfach einmal hier oben, natürlich erst, wenn ihr wieder verbunden seid, ein G1 Y, nee, X0 Y0 F 3000. Dann seid ihr auch sicher, dass ihr auf 0 und 0 steht mit dem Laser. Wenn ihr dann da drauf klickt, solltet ihr den Laserpunkt auch sehen und könnt ihn schön fokussieren. Ihr könnt jetzt hier mit G1 Z12 den Laser hoch fahren, beziehungsweise wenn der Laser auf 0 ist und ihr müsst höher sein, dann könnt ihr das hier direkt eintippen, wie viel. Leider ist die Steuerung hier nicht ganz so toll, dass man die Z-Achse hier auch steuern kann. Ist im Normalfall ja beim Laser auch nicht notwendig. Aber ich fokussiere damit ganz gerne. Und über G1Z sowieso kann man es dann halt machen. Mit anderen Worten, wenn ihr den Laser auf die Grundplatte, also auf die Opferplatte fokussiert habt und habt da euer Z auf 0 und ihr legt jetzt was drauf, was ihr lasern wollt, so wie hier meine Platte. Die ist 18 mm dick. Dann fahre ich hier den Laser mit G1 Z18. Mal die Geschwindigkeit noch angeben. Auf 18 mm hoch. Und dann passt es auch schon eigentlich mit der Fokussierung, es sei denn, ihr habt irgendwas falsch gemacht. Wie das Fokussieren genau funktioniert, das zeige ich nachher auch noch. Gehen wir noch mal kurz auf die Einstellungen, die ihr hier vornehmen könnt. Unter Datei klickt ihr Datei öffnen und wählt das JPEG aus, was ihr lasern wollt. PNG oder sonstiges geht, glaube ich, auch, weiß ich nicht. Ich benutze immer JPEG. Das Ganze sieht dann so aus. Dann könnt ihr hier ein bisschen mit der Weißsättigung spielen, mit dem Kontrast, der Helligkeit. Da müsst ihr selber mal ein bisschen gucken,
dass es gut aussieht. Hier ist noch ganz wichtig, hier stellt ihr quasi die Auflösung ein. Also für 1 mm Bildhöhe macht er jetzt 6 Linien. 6,033, wenn ihr hier auf das Infosymbol klickt, habt ihr so eine kleine Berechnung. Gebt ihr hier eure Auflösung ein, also was ihr in der Defaults hier stehen habt. Das gibt ihr dann, wo ist er? Da, hier ein. Also 162,9 war es, glaube ich. Und drückt einmal Enter. Und wenn ihr zum Beispiel 6 Linien haben wollt, dann berechnet er euch die beste Auflösung mit 6,033. Klickt ihr auf Setzen und dann macht er das genauso. Wenn das alles passt, hier könnt ihr das Bild auch noch ein bisschen drehen und spiegeln. Einfache Bearbeitungen sind drin. Auf Original seht ihr das Originalbild. Wenn das alles für euch passt, ja, schwarz-weiß macht ihr keine Graustufen. Kann manchmal auch ganz hilfreich sein. Hier kann man noch so ein bisschen Zittern einstellen. Kommt manchmal auch ganz gut. Vektorisieren in diesem Fall eher nicht. Centerlinie auch nicht. Ich nehme für Bilder immer Linie-zu-Linie-Verfolgung oder ein Bit Unruhe. Sieht so ein bisschen grisselig aus. Das letzte Bild habe ich halt mit den Linien gemacht. Dann klickt ihr hier auf Weiter. Und dann könnt ihr hier den Speed einstellen. Also wie viel Millimeter pro Minute die beim Gravieren läuft. Da wir mit GRBL V1.1 arbeiten, haben wir den M4 Command. Der M4 macht, dass ihr oder dass der Laser, je nachdem wie schnell die Achse fährt, auf volle Pulle oder wenn er langsamer wird, regelt er automatisch den Laser runter. Das ist bei den Ecken des Bildes ganz gut. Dann kriegt ihr nämlich keine Einbrennpunkte. Was auch ist, wenn sich die Fräse nicht bewegt und der Laser ist aktiviert, dann seht ihr nicht, dass er aktiviert ist. Das heißt, ihr könnt auch nicht vergessen, den Laser auszuschalten, weil solange sich die Fräse nicht bewegt, ist der Laser aus. Deswegen solltet ihr hier auf jeden Fall dann M4 benutzen und nicht M3, weil bei M3 macht er das nicht. Das kann unschöne Einbrennpunkte geben, die ihr bestimmt schon kennt, wenn ihr schon mit Acrylcam gelasert habt. Das jetzt genauer zu erklären, wird aber den Rahmen von diesem Video sprengen. Ja, dann könnt ihr hier noch das Minimum eingeben. Und bei mir steht 40 drin. Also 40 und darunter, da brennt der Laser bei der Geschwindigkeit gar nichts ein. 255 ist Max. Das passt soweit. Hier könnt ihr jetzt die Größe eingeben in Millimetern. Das ist auch miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ihr hier 150 eingebt, skaliert er das korrekt hoch. Ich hatte für meinen Test 100 eingegeben. Ja, und wenn das alles euren Gegebenheiten angepasst ist und so ist, wie ihr euch das vorstellt, klickt ihr noch auf Erzeuge. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt hat mein Bild hier so einen schönen auslaufenden Rahmen. Den habe ich vorher mit GIMP erstellt. In GIMP einfach eine neue Ebene angelegt und dann mit dem Sprühpinsel in Weiß drüber gesprüht. Das hat den Vorteil, dass wir bei dieser Datei hier, mal näher ran, hier nicht so einen harten Rand habt. Wenn ihr das nicht macht, ich schon mal ganz schnell. Ja, fehlgeschlagener Versuch. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr halt so einen harten Rand. Das gefällt mir immer nicht so gut. Wenn das für euch okay ist, könnt ihr das auch lassen. Den Umweg über GIMP. Ich mache das immer ganz gerne. Das sieht immer ganz nett aus. Gibt einen netten Effekt. Und wenn ihr das alles soweit habt, braucht ihr eigentlich nur noch auf diesen Play-Button drücken. Und der Laser fängt an. Hier unten steht noch ungefähr, wie lange er braucht oder brauchen möchte.
Meistens ist die Zeit zu Anfang ein bisschen hoch. Das berechnet er aber zwischendurch immer wieder neu. Und so ab der Hälfte könnt ihr ungefähr sehen, wie lange er wirklich braucht. Hier im Fortschritt steht, wie lange er schon gemacht hat von dieser Zeit. Das ist ganz hilfreich, wenn man Sachen plant, so wie heute Abend zum Beispiel, wo ich das Bild vom Kater schon mal gelasert habe. Um euch das zu zeigen, wusste ich, ja, 45 Minuten mache ich mal an, kann ich noch ein bisschen was anderes machen. Und so läuft das Ganze dann. Hier habt ihr noch Notaus-Buttons, die habe ich bisher noch nicht gebraucht. Da zu diesem Programm gibt es auch noch jede Menge andere Tutorials im Internet. Hier unter den Farben könnt ihr noch einstellen, was für einen Laser ihr habt. Ich glaube, das benutzt er auch, um zu berechnen, wie die Intensität ist, weil der rote Laser ein bisschen anders ist wie ein blauer Laser. Meins ist ein blauer, also blauer, alles passt. Die anderen beiden sagen mir so nix. Hier ist noch eine kleine Hilfe. Wer sie braucht, okay, wer nicht, dann nicht. So, wenn ihr jetzt feststellt, dass die MPCNC von der Breite überhaupt nicht passt, was ich nicht glaube, dann liegt es daran, dass ihr in der Defaults Config die Steps per Millimeter nicht korrekt gesetzt habt. Die müsst ihr dann nochmal neu ausrechnen. Und dann über den Arduino das Ganze nochmal neu flashen. Also sobald ihr wirklich was ändern wollt, wie sich die Maschine verhält, zum Beispiel die Beschleunigung und so weiter und auch die Größe. Also ich habe 700 mal 400 da drin und Z ist auf 100 mm. Wenn ihr da was Falsches drin stehen habt und wollt das noch anpassen, dann müsst ihr die Arduino-IDE nehmen. Wenn das aber alles passt, und das stellt man eigentlich an einem Abend ein und dann passt es, braucht ihr diese Dateien nie wieder anfassen. Das könnt ihr dann alles immer über STLCAM direkt über die CNC-Steuerung programmieren, um wieder STLCAM zu starten. Ja, man muss dazu allerdings den COM-Port frei haben. Das mochte er jetzt gar nicht. So, jetzt hat er es gemacht. Läuft. Und ich kann wieder ganz normal mit STLCAM fräsen oder was auch immer ich gerade damit machen möchte. Möchte ich wieder lasern? Öffne ich wieder die CNC-Steuerung, klicke auf Steuerung wiederherstellen. Dauert wieder einen kleinen Moment. Und schon kann ich mich wieder mit LaserGHBL verbinden. Eine kleine Sache noch im LaserGHBL: Ihr müsst den oder solltet den Lasermod einschalten. Das habe ich das noch offen hier. Das habe ich nicht mehr offen. GBL Laser Mode. Dazu solltet ihr, bevor ihr anfangt zu lasern, einmal diesen Befehl absetzen. Dort oben. Damit dieses automatische Runterfahren des Lasers wirklich gut funktioniert. Wirklich gut funktioniert, wenn ihr dann, wenn er langsamer wird, sprich, wenn er an den Rand kommt, dann bremst er ab. Das heißt, beim Abbremsen wird auch die Laserintensität geringer. Und wenn er dann wieder beschleunigt in die andere Richtung, geht die wieder hoch. Dadurch kriegt ihr keinen Einbrennpunkt an der Stelle. Das sind halt Sachen, das kann STLCAM nicht, das will STLCAM auch nicht können. Rudimentär für Vektorgrafiken braucht man LaserGHBL nicht. Das geht auch direkt mit STLCAM. Aber wenn man Bilder rastern möchte,
Das funktioniert mit Astralcam einfach nicht. Das hat, soweit ich weiß, Christian Knüll auch nicht vor zu integrieren. Kann ich auch voll verstehen, weil so viele Leute haben keinen Laser. Die wollen fräsen, die Leute. Warum bauen sie sich eine Fräse? Weil sie fräsen wollen, nicht weil sie lasern wollen. Wenn ich lasern will, benutze ich auch die entsprechende Hardware dafür. Das Schöne hier ist, da wir GRBL nutzen, bei Astralcam und Laser GRBL natürlich die gleiche Hardware benutzt, brauchen wir an der Hardware nichts umstöpseln. Das funktioniert einfach. Und warum sollte man dann nicht einfach die Firmware umflashen? Das ist doch kein großer Akt. So, dann zeige ich jetzt noch mal kurz, wie der Laser dann arbeitet und wie man ihn fokussiert. Und dann sind wir auch schon durch für heute. Ja, so, jetzt stehen wir hier wieder scheiß Ton, aber ich habe noch kein Ansteckmikro. Das kommt demnächst irgendwann. Jetzt stehen wir hier wieder vor der MPCNC mit dem Laser. Kann ich mal kurz damit hinnehmen. So sieht das Ganze aus. Mittlerweile habe ich hier auch mir einen Halter gedruckt, der genau in den Halter von der Fräse reingeht. Da steckt hier oben der Kühlkörper drin und da unten der Laser. Die Datei gibt es auf Thingiverse, die verlinke ich auch unten. Dann kommt ihr hier an das Rädchen ran zum Fokussieren. Und das Fokussieren selber. Mache ich erstmal über Astralcam. Das heißt, ich gehe am Rechner in Astralcam rein, gehe hier in die Einstellung CNC-Steuerung. Und programmiere die erstmal wieder auf Astralcam. Wenn das Ganze fertig ist, kann ich wieder ganz normal über Astralcam das Ganze steuern. Und kann jetzt hier den Laser aktivieren. Wichtig, wieder die Schutzbrille. Geht niemals ohne die Schutzbrille an den Laser, selbst wenn die wenn der nicht auf volle Power steht. Dann nehme ich euch wieder mit. Da seht ihr jetzt den Laserpunkt. Da lege ich mal eine Pappe hin, der ist jetzt völlig aus dem Fokus. Und jetzt kann ich entweder hier an dem Rad drehen. Um den Punkt so klein wie möglich zu kriegen. So ungefähr. Oder ich lasse es einfach so. Na, bleibt stehen. Und fahre jetzt einfach. Und fahre jetzt einfach über Astralcam die Z-Achse runter oder hoch, je nachdem wie er bei euch fokussiert ist. Bis ich dann jetzt da den kleinsten Punkt habe. Das sieht soweit gut aus. Und nun das Ganze dann einmal ab über Astralcam. Und bin dann mit Astralcam schon wieder fertig. Sprich, ich kann jetzt über die Steuerung wieder GRBL zurückflashen. Mache jetzt mal den Laser wieder aus. Und dann können wir in GRBL Laser weitermachen. Und das heißt, wir werden Laser GRBL wieder starten.
das letzte File nochmal neu reinladen. Die Einstellung behält er immer soweit. Das passt bei mir jetzt soweit auch ganz gut. Ich werde das jetzt allerdings mal ein bisschen kleiner machen, nur auf die Hälfte der Größe. Das sieht dann so aus. Rüber an den Laser. Legen noch unser Holz wieder drunter. So solltet ihr es sehen. So, jetzt muss ich natürlich Z um 18 mm hochfahren, weil ich habe ihn ja auf die Grundplatte fokussiert. Meine Platte ist ungefähr 18 mm dick. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein G01 Z18. Speed von 200. Und dann fährt er hoch. Und dann kann ich nochmal kontrollieren, ob mein Laserpunkt scharf ist. Ja. Bisschen runter. Ja, so sieht es ganz gut aus. Dann drücken wir auf den Play-Button. Und ich denke, ich schicke euch jetzt mal den Zeitraffer. Ja, schon ist er fertig. Für euch nur ein paar Sekunden. Für mich ein paar Minuten. Das Ergebnis sieht jetzt so aus. Man kann es erkennen. Ich hatte gerade noch einen Versuch. Der sah so aus. Sprich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das ist mit 1000 mm pro Minute. Das ist mit 2000 mm pro Minute. Das heißt, der Speed wäre hier eigentlich mit 1500 glaube ich ganz gut, um wirklich gutes, brauchbares Ergebnis zu bekommen. So, jetzt hake ich euch hier nochmal ganz kurz ein. Ja, so kann die Brille wieder ab. Ich denke, so kann man die Bilder ganz gut lasern. Ich habe hier... Meine beiden Brüder und mich mal gelasert vor längerer Zeit schon. War als Geschenk für meine Mutti gedacht. Ja, hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, weil ich kein vernünftiges Holz hatte, nur diese Sperrholzplatten. Und das haben wir dann doch lieber ausdrucken lassen auf eine Leinwand. Ja, ich gebe jetzt nochmal ins Studio an den Rechner zurück und erzähle noch ein kleines bisschen mehr und dann passt das für heute. Ja, da sind wir wieder im Studio. Ich denke, das sollte dem einen oder anderen jetzt helfen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, zu dem Ganzen, einfach in die Kommentare reinschreiben. Meine Testplatte hier, mein erster Versuch. Ja, ich mache euch mal groß.
Mein erster Versuch hier hat ganz gut funktioniert, denke ich. Der zweite Versuch, wo ich leider die Kamera gestoppt habe, ist ein bisschen dunkel geraten, aber auch da erkennt man noch den Kater in der Mitte. Und der letzte Versuch, wo ist er da? Der ist jetzt ein bisschen hell geraten. Da war ich dann doch zu schnell unterwegs. Das heißt, da müsst ihr noch mal ein bisschen gucken, dass ihr die richtigen Parameter findet für euren Laser. Das ist ein bisschen Einstellungsarbeit, aber ist wie bei allem. Die Fräse selber läuft nicht auf Anhieb, der Drucker läuft nicht auf Anhieb. Das werdet ihr schon hinkriegen. Wie gesagt, Fragen in die Kommentare. Und ja, dann wird es demnächst mal ein kleines Video zu meinem Drucker geben. Bis dahin, ciao.